Doctor Sash, willkommen wieder zu einer neuen Folge Speakers are Leaders. Und heute habe ich einen richtig geilen jungen Typen bei mir. Wobei jung, ich glaube, wir sind irgendwie so fast im gleichen Alter. Aber das ist auch jung. Ich konnte diesen jungen Typen kennenlernen auf einem gemeinsamen Event. Das heißt, da haben wir beide als Sprecher gesprochen und er hat mich sowas von mega fasziniert, weil der eine andere, der mich kennt, weiß, dass ich jemand bin, der sehr gerne Menschen spiegelt und reflektiert. Und er hat eine richtig, richtig geile Keynote gehalten, wo ich glaube, alle, die irgendwie da drin gesessen haben, eine Ohrfeige nach der anderen bekommen haben, weil es sehr, 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 sehr tief ging. Ja, also gerade sehr, sehr stark in das Thema Sinn und warum tust du das, was du tust. Ich glaube, von allen Vorträgen ist sein Vortrag der gewesen, der mir im Kopf geblieben ist. Der eine oder andere von euch kennt ihn vielleicht sogar. Wenn nicht, macht nichts, weil er ist auch eher mehr so im Hintergrund. Ja, also ist so der Mann, der, ich sag mal, große, erfolgreiche Online-Marketer dabei unterstützt hat, dass sie aus kleinen Sachen große Sachen gemacht haben oder aus erfolgreichen Sachen richtig erfolgreich, aus guten Sachen richtig gute Sachen gemacht wird. Unter anderem arbeitet er mit sehr, sehr großen Unternehmen zusammen. Der eine oder andere von euch kennt Marcel Schlee und ist so sein Partner im Background, der das ganze Thema nach vorne bringt. Also im Endeffekt kann ich mir das so vorstellen wie Steve Jobs. Steve Jobs wäre nie so groß gewesen, wenn der andere nicht da im Hintergrund gewesen wäre. Und so könnt ihr das im Endeffekt da auch sehen. Ja. Und vor allem, und deswegen mag ich diesen Typen richtig, richtig gut, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist offen, er ist transparent und hat eine gleiche oder teilt mit mir die gleiche Leidenschaft. Und das ist so das da hinten, ja, die Musik, die Gitarre, das Gitarrenspielen, das Schreiben und daher war das für mich gar keine Frage, ihn mit reinzuholen. Wir hatten ein paar kleine Herausforderungen gehabt, zusammenzukommen, ja, einmal hat es bei ihm nicht geklappt, bei mir nicht geklappt, jetzt bin ich umso dankbar, dass es geklappt hat, denn ich freue mich natürlich, dass du da bist und daher, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, dass du da extrem eingespannt bist. Bent Mühü-Jolu. Perfekt, nehme ich so mit. Perfekt. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Danke sehr fürs Dasein und für diese Ultra-Anmoderation. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wirklich so, ja. Du bist, glaube ich, von allen Vorträgen, die wir da gehört haben, warst du der, wo ich von Anfang bis Ende im Raum geblieben bin. Und dir es gelungen ist, mich auch wirklich zu reflektieren, zu spiegeln. Ja? Dass ich da gesessen habe, Moment, okay, fuck, Alter, der Typ hat, und vor allem, aber da werden wir heute auch reingehen in dem Interview, was für ein krasses, tiefes Know-how du mitbringst. Also einmal im Bereich des Mindsets, das fand ich extrem spannend, aber natürlich auch in deiner Expertise, ja, und das ist eben das Thema Online-Marketing, sprich, wie du die Menschen dabei hilfst, ihre Produkte entsprechend zu digitalisieren, ja, und damit entsprechend Sog zu erzeugen, sondern nichts einfach mal, ja. Was mich interessiert, Ben, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass du morgens aufgewacht bist, ja, keine Ahnung, mit 14, 15 Jahren, ja, und gesagt hast so, ja, geil, ich mache jetzt hier mit Marcel, ich helfe den Leuten irgendwie Online-Marketing auf die Beine zu stellen und so weiter und so fort. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder war das? War auch nicht so. Nee, war überhaupt nicht so. Wie kam das dazu und warum tust du das, was du heute tust? Also ich glaube, es ist immer die Kombination aus Gelegenheiten und Fähigkeiten, die uns zu dem machen, der wir dann immer in dem Moment sind. Und die Gelegenheiten haben sich eigentlich immer schon recht früh bei mir angeboten. Also bin ein Glückspilz in vielerlei Hinsicht und war dann eigentlich immer in der Lage, aus den Gelegenheiten, die kamen, auch etwas zu machen. Es lag unbedingt nur an meiner Fähigkeit, sondern auch, dass ich einfach, sagen wir mal, Sprache ist mein mächtigstes Werkzeug. Ich liebe Sprache, für mich ist Sprache alles. Ja? Mhm. Und mit Sprache kommst du in einem Land wie Deutschland eigentlich relativ weit, kann man so sagen, weil wir halt eben ein Ingenieursland sind und Ingenieurkunst ist auch halt wirklich Sprache wie ein Maschinengewehr und damit kommst du eigentlich immer recht weit. Das heißt, ich konnte mich eigentlich immer in alles reinreden und auch aus allem rausreden und deshalb ist der Weg so gekommen. Hättest du mir aber vor 10 Jahren gesagt, dass ich in 10 Jahren dieser Mensch sein werde und dieses Leben leben werde, dann hätte ich gesagt, nee, das wird wahrscheinlich eher nichts.
Und wie kam es dazu? Ich meine, du, keine Ahnung, nimm mich mal mit. Nimm mich mal mit in deine Welt, weil ich glaube, das ist mega interessant. Also gerade die Menschen, die hier gerade zuschauen, sind unter anderem ein Haufen Berater, Trainer, Coaches, Menschen, die auf die Bühne wollen, Speaker werden wollen. Mhm. Unter anderem sind auch Unternehmer dabei, Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Und ich glaube, wir kommen an dem Thema Online-Marketing und Digitalisierung gar nicht vorbei. Also ich glaube, die bis heute nicht gerafft haben, ein Mentor hat mal zu mir gesagt, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, ja. Ich glaube, die, die es nicht verstanden haben bis heute, die werden irgendwann nicht mehr da sein. Und dennoch interessiert mich, wie sah so das Leben von Bent aus? Also wie bist du denn da hingekommen, dass du dann zum Beispiel mit Marcel das Ding da aufgebaut hast? Ja, das würde mich mal interessieren. Wie kommt man? Okay. Weil ich bin ja, guck mal, ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Thema gekommen, ja. Mhm. Und irgendwo, ich meine, du teilst ja eine Passion, sonst würdest du das ja nicht machen und das auch nicht seit Jahren machen. Okay, es gab so ein paar Eckpfeiler und ein paar Momente, die dann dafür wahrscheinlich gesorgt haben. Der erste Moment war, das habe ich auch mal im Interview mit Tobi erzählt, mit Tobi Beck, dass ich mit meinem Vater gemeinsam im Flugzeug saß und der hat mir dann einen Zeitungsartikel rübergereicht und da ging es um einen Produktmanager bei der Lufthansa. Und jetzt generell ist jetzt Luftfahrt nichts, was mich interessiert, aber dieser Produktmanager hat halt, ich glaube, es war in der FAZ, hat halt einen Tag aus seinem Leben berichtet. Okay. Dieser Produktmanager ist ohne Wecker aufgestanden, hatte halt schon viele Anrufe auf dem Display, konnte sich aber aussuchen, wen ruft er zurück, wen braucht er heute, um das, was er machen will, am Ende des Tages hinzubekommen. Es war also eigentlich ein Unternehmer in Deckmantel. Ja, also der musste sehr unternehmerisch handeln, aber hatte trotzdem eine große Firma, die da drüber war. Das war so das erste Mal für mich der Gedanke, dass du eine Tätigkeit ausüben kannst und trotzdem irgendwie eine gewisse Sicherheit haben kannst. Jetzt muss man dazu sagen, mein Vater ist Arzt und der ist halt auch schon immer selbstständig, aber das ist nochmal was anderes. Also Unternehmertum und Arzt sein, das ist zwar auch irgendwie selbstständig, aber eigentlich nicht so wirklich Unternehmertum, ja? Weil du behandelst Menschen, die krank sind und nicht Menschen, die mehr Umsatz machen wollen beispielsweise. So, ja. Und das heißt, ich hatte so von außen das erste Mal einen Blick auf etwas, wo ich gesagt habe, cool, klingt irgendwie cool, klingt nach einem Mega-Leben. Und dann war es eigentlich, seitdem ich 15, 16 bin, interessiere ich mich extrem für Psychologie. Ja, das war so das nächste große Ding, wo ich gesagt habe, Psychologie, Psychiater, Psychologe. Natürlich Psychiater aus dieser Medizinerfamilie kommen, gar nicht so schlecht, irgendwie die Legende weiterzuführen. Und dann Psychologie wirklich eher aus der Sicht, sich selber zu entwickeln. Und so mit 15, 16, glaube ich, haben wir alle Momente, wo wir denken, warum sind wir so? Ja, ist ja nicht so, dass man jeden Abend im Bett liegt und dann sagt, war mal wieder ein mega Tag von dir, sondern es gibt ja viele Momente, wo man sich hinterfragt. Und dann bin ich da so etwas reingegangen, habe angefangen, Bücher zu lesen, Hörbücher zu hören und habe gemerkt, dass mich das sehr anzieht. Also das grundlegende Verständnis über die Psyche der Menschen, weitergehend auch in die Soziologie, also Massenpsychologie mehr oder weniger, das fand ich Wahnsinn. Ja, also ich kann dir das gar nicht beschreiben. Das war immer so für mich. Ich habe schon damals dann in Geburtstagen, habe ich mich in die Ecke gesetzt und angeguckt, wie sich 10 Menschen zueinander verhalten. Habe dann trotzdem ein paar Bier dabei getrunken und auch irgendwann natürlich das Gedächtnis verloren. Aber es war für mich immer so dieses von außen beobachten. Ja, das fand ich einfach schön. Das hat mir etwas gegeben. Und dann bin ich nach meiner Schulzeit, wo ich dann Abitur gemacht habe, bin ich studieren gegangen. Auch hier, weil es einfach sehr leicht war, in Holland zu studieren. Man brauchte keinen NC und ich hatte jetzt auch keine Lust, dann fürs Abitur zu lernen. Also bin ich dann nach Holland gegangen, habe da BWL auf Englisch studiert. Ja, klingt dann immer cooler, wenn man das International Management nennt, aber es ist einfach nur BWL gewesen. Habe mich damals in Psychologiekurse gesetzt, weil das war für mich viel spannender als Zahlen. Aber ich brauchte das eine irgendwie, weil ich gemerkt habe, irgendwas musste ja hinkriegen, Junge. So von zu Hause aus. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich darüber gegangen, dass ich in Köln weiter studieren wollte, was ich dann auch gemacht habe. Und um in Köln weiter zu studieren, weil ich meine damalige und jetzige Partnerin da kennengelernt habe, brauchte man ein Pflichtpraktikum. Okay. Und das brauchtest du in Holland halt nicht. Deswegen habe ich es natürlich auch vorher nie gemacht. Ja, ich bin aus dem Zivildienst direkt ins Studium gegangen. Okay. Und es war halt dann so, dass wir zu der damaligen Zeit, also junge Liebe,
jeden Morgen lang gepennt. Ich wusste, das nächste Semester fängt erst in 4 Monaten an. Ja, können wir uns eine schöne Zeit machen. Und das Spannende ist ja, dass man entweder die Botschaften sieht, die kommen, oder man sie verpasst. Ja. Und ich bin irgendwann mal sonntags morgens, und das war wirklich das erste Mal in 4 Monaten, um 8 Uhr wach gewesen. Ja, und ich musste ein Pflichtpraktikum und einen Praktikumsplatz suchen. Also mein Unterbewusstsein wusste schon, ich muss was tun, aber ich war irgendwie um 8 Uhr wach und habe dann online geguckt und habe dann eine Stelle gefunden, die ausgeschrieben war, am gleichen Tag, auch sonntags hochgeladen wurde, bei Fresh Nails. Ja, also Nageldesign. Jetzt nicht unbedingt irgendwas, wo ich sage, dafür brennt mein Herz, aber ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe mich dann beworben. So. Es stellte sich heraus, dass die Person, die das ausgeschrieben hat, aus der gleichen Stadt kommt wie ich, meinen Namen kannte, mit einem Freund von mir mal früher zusammen war, deswegen ich natürlich sofort eingestellt wurde zum Praktikum, weil halt, also ohne es zu wissen, Vitamin B vorhanden war. Das heißt, ich habe auch in meinem ganzen Leben bisher eine einzige Bewerbung geschrieben und das war tatsächlich bei Fresh Nails damals. Ich auch. Ja, siehste. So, das ist halt eben, es sollte so sein, wenn man das so nennen möchte. Krass. Und dann habe ich da mein Praktikum angefangen, habe dann damals in diesem Praktikum, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus. Alles super. Okay. Mich interessiert das mega und ich glaube, für die da draußen, gut. Die vielleicht, hoffentlich sehen sie für sich Parallelen und weißt du, für mich ist wichtig, dass die Menschen auch erkennen, dass was du, wo du heute bist, ja, weil, also gerade für die Band nicht kennen, also jetzt, für mich bist du so jemand, der mega, mega Understatement ist, ja, also wenn ihr wisst, wie der Typ lebt und wie er seine Zeit nutzen kann, ja, also ich sag mal, du bist für mich so dieser typische, oder anders, das beste Bild dafür, wie Menschen in jungen Jahren, wenn sie Entscheidungen treffen und wenn sie ihren Weg gehen und dranbleiben, wirklich finanziell frei werden können. Ja, also bist du richtig so macht's wie Ben. Und dann wird's los. Ja, und aber was mir wichtig ist, eben, dass die Menschen auch sehen, dass es halt nicht immer so war, weißt du, dass du auch Wege gegangen bist und Steps gegangen bist und dass es bei dem einen eben auch mal Vitamin B gab und dass man vielleicht auch mal auf die Fresse geflogen ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du immer Vitamin B hattest, ja? Nee. So. Und deswegen ist mir wichtig, dass die Leute, die gerade zuschauen und zuhören, merken, fuck, Alter, also da ist ja ein Weg, da ist ja ein Weg dahinter, das ist nicht von heute auf morgen, ja? Ja, und dann sind wir bei 1% angekommen. Bitte ausholen, okay, alles klar, ich mache weiter. ich habe dann dort angefangen, bei diesem Praktikum und habe am ersten Tag dort Pascal kennengelernt. Pascal Fay. Ah, okay. Und weil er damals beteiligt war an der Fresh Nails GmbH. Und die Fresh Nails GmbH war eine der Firmen im Firmenkonstrukt der Schubert und Co. Das war eine Beteiligungsgesellschaft. Und ich bin auch recht flott aus Fresh Nails rausgegangen in dieses gesamte Firmenkonstrukt und habe dort, wie gesagt, Pascal kennengelernt. Wir haben uns eigentlich innerhalb von 2-3 Tagen angefreundet und dann war ich halt Praktikant, sollte ja eigentlich nur ein Pflichtpraktikum machen von 4 Wochen. Das wurde dann innerhalb dieser 4 Wochen erstmal verlängert auf 6 Monate und in dieser Zeit des Pflichtpraktikums haben Pascal und ich schon mehr Geschäft gegründet. So hinter verschlossenen Türen im Konferenzsaal, ohne dass das jemand mitbekommt, weil ich war zu dieser Zeit Praktikant. Und der Gesellschafter hat mit mir gemeinsam mehr Geschäft gegründet. Das lag jetzt nicht nur wieder an mir, ja, wieder nicht an den Fähigkeiten, sondern vor allem, ich glaube, auch Pascal konnte ich damals sprachlich für mich gewinnen, ja, einfach weil es hilft ja auch manchmal, sich einfach wahnsinnig gut zu verstehen. So, und dann habe ich nach den 6 Monaten tatsächlich sofort eine Festanstellung bekommen bei eben der Firmengruppe, damals dann bei Maha Cosmetics. Man musste das immer ein bisschen schieben. Es war auch alles gar nicht so leicht zu verstehen mit den verschiedenen Firmen. Habe aber während meiner Festanstellung quasi mit Pascal zusammen mehr Geschäft aufgebaut, was die Leute immer so als Aufbauen sagen. Das bedeutete für uns vor allem, hoppala, das sollten wir vielleicht gleich schneiden. Das ist umgefallen. Warte mal kurz, gib mir eine Sekunde. So viel Energie, dass man gleich so einen ganzen Schreibtisch runternimmt. Ja, das stimmt allerdings. So, ich bin wieder da. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz. Wir können es auch gerne drin lassen. Das stört mich auch nicht. Ich lasse das drin. Das ist mal, okay, perfekt. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall haben wir damals dann Fresh Nails, nicht Fresh Nails, sondern
Mehrgeschäft aufgebaut. Ja, ich möchte nochmal das hier zeigen, weil war 2 Jahre lang kein Cent verdienen damit vor allem. Und ich habe das E-Mail-Marketing gemacht für all diese Firmen. Also damals ist es dann bald halt immer Online-Marketing und ich habe dann vor allem E-Mail-Marketing, also Copywriting, Sprache, irgendwie hat dann alles zusammengepasst. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn du Marketing machst, dass es immer das Gleiche ist. Ja, also wir haben Nagellacke verkauft, wir haben Unterwäsche an Ü-80-Jährige verkauft, also sehr hochwertige Unterwäsche. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Wir haben alles vertrieben und es ist immer das Gleiche. Marketing ist immer das Gleiche, weil meistens Menschen von Menschen kaufen. Und das ist halt, wenn du ein bisschen psychologisches und soziologisches Wissen hast, und da kam es dann irgendwie alles zusammen, was ich mir bis zu dem Zeitpunkt erlernt habe, dann funktioniert das. Ja, nicht immer. Und nicht alles gleich gut, aber es funktioniert. Und ich kann dazu immer eine kleine Geschichte erzählen. Mein Lieblingsprojekt war tatsächlich Staubbeutel.de. Ja, da haben wir Staubsaugerbeutel verkauft. Und dieser Onlineshop war einer der ältesten Onlineshops Deutschlands, ja, weil die einfach ganz frühzeitig schon einen Onlineshop hingestellt haben. Was dazu führte, dass sie eine Kundendatei von 200.000 Leads hatten. Das heißt, die hatten einfach einen E-Mail-Verteiler von 200.000 Leuten, was eine Menge ist. Ja? Gerade zu der Zeit ist das irre gewesen. Das heißt, wir konnten eine Mail rausschicken und Umsatz kam rein. Das funktioniert heute übrigens auch immer noch sehr gut, ja, E-Mail-Marketing. Unabhängig davon standen wir damals vor dem Problem, dass wir halt die ganz normalen Staubsaugerbeutel hatten. So, und jeder Mensch, also ich glaube, in der Geschichte der Menschheit ist noch nie jemand aufgewacht und hat gesagt, geil, Staubsaugerbeutel kauft. Das passiert einfach nicht, ja. Das interessiert niemanden. Der einzige Grund, warum man Beutel kauft, ist, man hat keine mehr. So, und dann mussten wir halt überlegen, wie kriegen wir jetzt eine emotionale Komponente da rein? Ja, oder irgendwie wie kriegen wir die Menschen bewegt, mehr Geld auszugeben auf einmal? Das ist nun mal einfach so. Das ist eine ganz wichtige Kennzahl. Also der Warenkorb, ja, der durchschnittliche Warenkorb. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und 2 Tage gebrainstormt und sind auf Folgendes gestoßen. Und zwar, wenn du normale Staubsaugerbeutel benutzt, und ich hoffe, ich schockiere jetzt niemanden, aber wenn doch, dann ist das auch ein Learning für euch. Wenn man normale Staubsaugerbeutel benutzt, dann saugt man beispielsweise Milben und Milbenkot ein und pustet sie wieder aus, weil die Filtration so groß ist, dass die Milben kleiner sind und wieder durchflutschen können. Milben sorgen für, ich glaube, 7 von 10 allergischen Reaktionen. Gerade bei Kindern, die bauen Allergien auf, weil sie Milben und Milbenkot einatmen und das einfach dazu führt, dass die Histamine aktiviert werden. Das ist alles nicht gut, das sollte jedem klar sein. Man kann natürlich auch sein Haus nicht sakrodanmäßig ausputzen, aber das ist schon mal etwas, was eigentlich ziemlich scheiße ist. Ja? Und deswegen sollte man das versuchen zu vermeiden. Jetzt hatten wir Staubsaugerbeutel mit den sogenannten HEPA-Filtern. Und HEPA-Filtern sind halt mikroskopisch klein und lassen Milben und Milbenkot nicht mehr raus, wenn sie einmal eingesaugt sind. So, und jetzt hatten wir also einen emotionalen Grund und wir hatten damals eine Umfrage gemacht und eine Statistik gezogen, dass wir 75% Frauen in diesem Newsletter haben. Das soll jetzt auch gar nicht antifeministisch klingen. Es war nun mal einfach so, das ist faktisch gewesen. Und es ist auch so faktisch, dass immer noch glücklicherweise die meisten Frauen sich auch um die Familie kümmern. Und das bedeutet jetzt nicht zu Hause saugen, aber sich Sorgen machen. Ja? Also Frauen machen sich zum Glück in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen mehr Sorgen um ihre Kinder als die Männer. So. Und das Schöne ist, damit kann man halt spielen. Klingt jetzt negativ, aber es hat ja einen positiven Effekt. Also haben wir einen Newsletter rausgeschickt und der hieß, okay, schützen Sie die Gesundheit Ihrer Familie, war die Betreffzeile. Und in dem Newsletter war nur ein fettes Bild von einer Milbe. Und ihr könnt ja alle mal den Eigenversuch machen und Milben googeln. Das sind keine Labradoren, ja, die sind nicht süß und nicht schön. Und darunter haben wir halt erklärt, warum HEPA-Filter, Staubsaugerbeutel halt besser sind. So, und wir haben mit einem Newsletter sofort, glaube ich, 95.000 Euro Umsatz gemacht. Ja? Und nachdem wir das durchgezogen haben, war der Warenkorb, glaube ich, 3-mal so hoch. Das heißt, im Grunde genommen haben wir mit einer Idee, einer emotionalen Verknüpfung, den Umsatz verdreifacht. Warum? Weil wir von Mensch zu Mensch gesprochen haben. Wir haben nicht gesagt, der HEPA-Filter hat einen Durchmesser von 0,001 Nanometer und eine Saugkraft von 54%. Das sind Fakten. Fakten interessieren auf diesem Planeten niemanden mehr. Sonst wäre auch nicht die Person Präsident, die in Amerika Präsident ist. Fakten sind uninteressant in unserer Zeit. Ja? Es geht tatsächlich um emotionale Verknüpfung und
Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Und das war so der erste riesengroße Aha-Moment, wo ich verstanden habe, wenn ich das mit Staubsaugerbeuteln hinkriege, dann kriege ich das mit jedem Produkt, mit jeder Dienstleistung, die da draußen ist, kriege ich das hin. Ja, und ihr dürft ja gerne, alle, die jetzt zusehen und zuhören, ihr dürft mir ja gerne mal zusenden, ob ihr ein langweiligeres Thema habt als Staubsaugerbeutel, was ihr verfolgt. Und ich verspreche euch, es wird nicht langweiliger sein. Und deswegen ist auch immer mein Ansatz oder meine Aussage, wenn wir das mit Staubsaugerbeutel hinkriegen, dann dürft ihr keine Probleme mit eurem Leidenschaftsthema haben, das zu formulieren. Das ist einfach unnötig, dieses Problem zu haben. Ihr müsst es einfach mal versuchen. So, und aus dieser ganzen Geschichte heraus haben dann jetzt so ein bisschen Schnellvorlauf Pascal und ich irgendwann uns rausgezogen aus dieser Firma. Ich war dann da, glaube ich, insgesamt 2,5 Jahre, sind dann in eigene Büroräume gegangen, hatten eigene Angestellte, mehr Geschäft lief an, wir haben gute Umsätze gemacht, haben noch die eine oder andere Firma mit dazu gegründet, wie beispielsweise das Fitnessprodukt 7-Wochen-Challenge, Riesenprojekt gewesen. Damals hat uns imakeyousexy.com aber mal sowas von links liegen lassen. Aber es war trotzdem eine gute Zeit. Und auch an der Affilicon, was so ein Pendant zu Digistore24 ist, waren wir beteiligt. Und dann habe ich irgendwann im Dezember 2015 gemerkt, dass ich ein unglaubliches Arschloch geworden bin. Okay. Ja, also ich war halt der klassische junge Mann, der irgendwie ein bisschen Geld, nicht mal eigentlich, es war nicht mal wirklich Geld und Erfolg gekommen ist und so auf alles gepfiffen habe, was ich eigentlich nicht verpfeifen wollte. Und dann musste ich irgendwann einen Cut ziehen, weil es ging so weit, dass ich beispielsweise den Geburtstag meiner Mutter vergessen habe. Das ist alles nicht so schlimm, ja, wenn man mal unterwegs ist, dann, das kann alles passieren, aber ich hatte sogar Kontakt mit ihr an dem Tag. Das heißt, ich habe mit ihr telefoniert an dem Tag sogar, aber ich war so oberflächlich unterwegs, dass ich meine 4-5 Fragen gestellt habe, weil man sich mal wieder hört, ja, aber den Geburtstag vergessen habe, also die Frau, die dafür sorgt, dass ich irgendwie hier laufe. Und das geht nicht, ja, also man kann ja seine Querelen mit seinen Eltern haben, aber Respekt ist, glaube ich, schon eine wichtige Währung. Und ich habe auch meine Partnerin, während sie krank war, alleine zum Arzt fahren lassen, die mir danach gesagt hat, sie hat einen Spiegel abgefahren. Also, und das hat mich alles nicht interessiert. Also ich war einfach stumpf. Ich habe gedacht, dieser Weg, den ich da gehe, der ist richtig. Und das ist mir aber irgendwann aufgefallen. Weil allein auch die Fähigkeit zu haben, sich dort selbst zu reflektieren. Ne? Also es zeigt ja auch nochmal von Größe in dem Moment, ja. Ja, aber es war auch notwendig. Also das war keine Größe, sondern es war tatsächlich notwendig, sonst wäre ich da irgendwann alleine gestanden. Es war auch Eigenschutz. Es war jetzt nicht nur die klassische buddhistische Reflexion, sondern auch, ich musste mich auch selber schützen, nicht mehr weiter so zu werden. Und ich habe ja auch diese ganzen psychologischen Fähigkeiten. Ja, aber da gibt es einen schönen Satz, den habe ich mal von Marcel gelernt auch, der wirklich für mich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben ist, nicht nur geschäftlich, auch privat. Das ist einfach toll, so jemanden im Leben zu haben und auch Lehrer für mich häufig gewesen ist. Und zwar sagt er immer, man studiert immer das Fach seiner größten Behinderung. Und das ist halt bei mir auch in dem Fall total wahr gewesen. Und dann habe ich es aber auch mal angewendet. Ja, aber ich glaube, es gibt immer 3 Stufen. Es gibt immer die Information, die steht immer am Anfang. Dann gibt es das Verständnis, ja, dass an dieser Stufe kommen die meisten Menschen schon nicht. Egal welche Informationen sie kriegen, sie wirklich zu verstehen, schaffen die meisten Menschen nicht. Und unter dem Verständnis erst steht die Umsetzung oder der Umsatz, wenn du es aufs Business anwendest. Das heißt, ich hatte die Information, ich bin ein tierisches Arschloch geworden, dann habe ich aber 2 Jahre gebraucht, das zu verstehen. Und dann habe ich aber nur einen Tag gebraucht, das umzusetzen. Einen Tag, nachdem ich quasi gemerkt habe, wie ich geworden bin, habe ich dann sofort gesagt, ich breche alles ab. Also ich habe es wirklich, einen Tag später habe ich das mit meinen Mitgesellschaftern geteilt und gesagt, ich bin raus. So, und das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass die Menschen immer das Gefühl haben, und das ist ein ganz wichtiges Learning, sie denken immer zwischen der Information und dem Umsetzen, das dauert so lange, ja, aber es dauert nicht lange zwischen der Information und dem Umsetzen, sondern es dauert lange vom Verständnis und der Information. Die meisten Menschen arbeiten sich ab an der Umsetzung, ohne es wirklich zu verstehen. Aber ohne diesen Zwischenpart Verständnis können sie es niemals umsetzen. Das bedeutet, von der Information bis zum Verständnis hat es bei mir 2 Jahre gedauert. Vom Verständnis, tiefgreifendem Verständnis bis zur Umsetzung nur einen Tag. Und das ist auch, ihr könnt das mal bei euch merken, immer wenn etwas geklappt hat, dann war das Verständnis vor der Umsetzung sehr nah dran. Zwischen der Information und dem Verständnis, da scheitert es in dieser Welt häufig, bei einem persönlich. Und dann habe ich es halt, wie gesagt, umgesetzt, bin da raus. Und habe
dann das erste Mal eigentlich in meinem Leben nichts zu tun gehabt. Ja, das war natürlich auch alles nicht schön und heutzutage nimmt man sich wieder in den Arm und das ist alles in Ordnung, das ist mir auch wichtig. Unabhängig davon hatte ich halt nichts mehr zu tun. Früher hat mein Handy am Tag 50 Mal geklingelt, 0 Mal war plötzlich die Anzahl. Und dann war ich eigentlich sinnlos, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann bin ich wieder zur Musik. Ja, also in der Zeit habe ich dann die Musik wieder so gesagt, das ist jetzt die letzte Chance für die Musik als Karriereplan, ja, weil es war halt Platz da und Zeit da. Dann habe ich irgendwie in 4 Monaten 85 Songs geschrieben, war im Studio, habe vor 3000 Leuten auch Musik gemacht als Vorband von Milo. Ja, also es war dann raketenmäßig auch wieder plötzlich da. War dann bei The Voice. Bei The Voice bin ich dann in der von 150 Leuten, wovon 120 ausgestrahlt wurden, bei diesen 30 rausgekickt worden. Ja, also immer so kurz vor Schluss Band, ja, immer der 80% Band, wie man mich auch gerne nennt. Und hab dann gemerkt, okay, hier steckt eine Karriere. Und mit Karriere meine ich nicht das, was die meisten Menschen immer denken. Sie denken immer, es geht nur Platz 1. Aber sagen wir mal, in den Charts bis Platz 100 verdienen die Leute auch ganz gutes Geld und leben auch ein ganz gutes Leben. Ja, also du musst nicht immer die 1 sein. Der 100. Platz in deinem Metier ist immer noch sehr, sehr gut. Und dann habe ich aber mir selber die Frage gestellt, würde mir das reichen? Also würde es mir reichen, zum Beispiel irgendwann mal ein Lied auf Platz 100 in den Charts zu platzieren, aber sonst nichts zu machen? Weil ich glaube, Musik ist eben, wenn man es nicht so macht wie du, und zwar wirklich einknüpft in eine größere Botschaft, sondern wirklich nur die Musikszene an sich, die funktioniert nur, wenn du eine echt große Verzweiflung mitbringst. Also bei Musik Plan B, C und D in der Tasche zu haben, ist Unsinn. Du kannst es vergessen. Und ich hatte immer sehr viele Auswege. Ja, weil du musst dir vorstellen, in dieser Branche Online-Marketing, da gibt es vielleicht 25, 30 Leute, die das so lange machen wie ich in diesem Bereich, ja, Direktmarketing. Und diese 25 sind natürlich alle aufmerksam geworden in der Sekunde, als ich bei Mehr Geschäft rausgegangen bin. Ja, da hatte ich schon 4 Angebote und dies und das auf dem Tisch liegen. Ich wollte davon gar nichts wissen, aber es war ja trotzdem in meinem Unterbewusstsein, war mir ja klar, dass da noch etwas wartet auf mich. So, und deswegen war die Verzweiflung scheinbar nie groß genug. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, ich bin auch nicht gut genug. Und das ist eine Wirklichkeit, das ist keine Wahrheit. Ja, eine Wirklichkeit, die ist so. Ich bin 1,81. Kann sein, dass ich mal nochmal 3 cm schrumpfe, aber ich bin 1,81. Ich kann mich aber trotzdem wie jemand verhalten, der 2 Meter groß ist. Aber in dem Fall Musik bin, / war ich einfach nicht gut genug. Und das musste ich einsehen. Es hätte für irgendetwas gereicht und ich hätte damit bestimmt auch ein paar Euros verdienen können und bestimmt auch mal irgendwie eine Unterhose gegen den Kopf kriegen können. Das hätte alles gereicht. Aber für das, was ich wollte, wäre das nicht gut genug gewesen. Und dann habe ich das irgendwann eingesehen, war auch ein sauharter Prozess, fast noch härter als bei MG damals rauszugehen. Und in der Zwischenzeit hatte ich mich mit Marcel getroffen. Und Marcel war der Einzige aus der ganzen Riege, der auch eben zu diesen 25, 30 Leuten gehört, der mich nur angeschrieben hat, weil er in Köln war. Ich komme ja aus Köln. Und gefragt hat, ob ich Lust habe, was trinken zu gehen. Und ich hatte Marcel damals kennengelernt auf der One Idea Mastermind. Ja, das ist so eine Mastermind-Gruppierung eben in diesen damals Online-Marketer-Kreisen, also Tom Klussmann, Dr. Olli Pott, Daniel Dirks, Ralf Schmitz, Pascal, Danny Adams. Da haben wir uns alle kennengelernt. Knoppi, also Marcel Knopf, der damals auch Mitgesellschafter bei Mehr Geschäft war übrigens, das wissen die wenigsten. Unabhängig davon haben Marcel und ich uns damals dort kennengelernt, vor 6 Jahren, und hatten halt immer eine gute Verbindung. Das heißt, für einen guten Abend war ich damals auf jeden Fall zu haben, ja, weil es das Einzige war, worauf ich wirklich Lust hatte. Und aus diesem Abend, weil ich dort hingefahren bin und weil er halt auch gefragt hat als Freund, das ist auch vielleicht ein wichtiges Learning, wenn man Geschäftspartner sucht, findet man die, glaube ich, nicht, sondern man findet Geschäftspartner, Punkt. Und aus diesem Abend entwickelt es ein tolles Gespräch gewesen, sehr intensiv. Wir haben uns noch nie vorher so lange unterhalten auch. Wir haben uns ordentlich einen hinter die Binde gekippt. Noch am Weinmarkt war damals noch 2 Flaschen Wein irgendwie da auf Parkbänken getrunken. Also wirklich richtig schlimm.
aber hatten wahnsinnig intensive Gespräche auch zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, weil Marcel ja auch in dem Bereich wirklich wahnsinnig weit ist. Ja, und dann haben wir uns entschieden, irgendwie was zusammen zu machen. Und das war auch genau der Plan, irgendwie was zusammen. Und 2 Tage später hat er mir dann den ersten Lead rüber geschickt. Und ich hatte damals schon halt Beratung für große Unternehmen. Das konnte ich immer ganz gut, weil ich ja so auch etwas aus der Corporate-Welt komme und meine Sprache dementsprechend auch anpassen kann. Und das waren halt Leads, die sich bei Marcel gemeldet haben für eine Beratung. Ja, und Marcel hat keinen Bock auf sowas gehabt damals, das selber zu machen. Und dann hat er mir die rübergeschickt. Und das war der Anfang unserer Geschäftsbeziehung. Und dann habe ich angefangen, die zu telefonieren und habe den Beratung verkauft. Am Anfang für 1.000 Euro, 3 Monate, wenn ich da heute dran denke. Das ist unglaublich. Ich habe Leute 3 Monate beraten und dafür 1.000 Euro veranschlagt. Aber warum? Keine Ahnung hatte, was ich dafür nehmen soll. Das war vor 4 Jahren. Da gab es noch keinen High Price in Deutschland. Ja, da wusste doch keiner, was das ist. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, wenn du 1.000 nehmen kannst, dann kannst du ja auch 3.000 nehmen. Probiert, geklappt. Da habe ich gesagt, naja, wenn du 3.000 Euro nimmst, dann kannst du ja auch 6.000 Euro nehmen. Probiert, geklappt. Und dann ging das weiter und habe ich gesagt, naja, wenn du 12.000 Euro nimmst, dann kannst du ja auch 25.000 Euro für die Beratung, wenn es eben eine Wirkung hat. Ja, wenn es nur Blabla ist, dann natürlich Preisdreck. Aber irgendwann, wir sind auch heute noch nicht an der Grenze angekommen dazu, gerade bei großen Unternehmen, wenn wir da eine Aktion machen, kann das schon mal sein, dass man da 250.000, 400.000 Euro einspielt mit einer Aktion, dann finde ich, sind auch 100.000 Euro für eine Beratung und Umsetzung gerechtfertigt. Ja? So, deswegen, das muss halt immer passen. Ja? Es ist immer ganz wichtig, dass wenn du in die Kirche gehst, dass auch jemand aus der Bibel vorliest und nicht plötzlich aus dem Koran. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass du eben dich da sukzessive weiterentwickelst. Und das haben wir getan. Und dazu kam dann noch eine Firma im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, die Mindsource. Dann kam eine Agentur, die Smart Agency, und halt meine GmbH, meine einzelne GmbH, mit der ich mich an Firmen beteilige. Und das ist so das Firmenkonstrukt, was dann gewachsen ist innerhalb der letzten 4 Jahre jetzt. Und alles, wenn man zurückdenkt, fing eigentlich alles an damit, dass ich damals wach geworden bin, um 8 Uhr, das erste Mal nach Monaten, und einfach die Chance ergriffen habe. Also die Fähigkeit, dass ich schnell bin, mit der Gelegenheit, die da war, verbunden. Mega. Schau mal, deswegen ist es so, finde ich so geil, dass Menschen ihre Geschichten erzählen, ja, dass Menschen auch merken, und das fand ich geil, was du gerade gesagt hast, vor allem, ich gehe natürlich immer, wenn Menschen ihre Geschichten erzählen, natürlich auch immer so gerne in meine und schau, okay, gab es da irgendwo Parallelen, gab es da irgendwie ähnliche Punkte, ne? Und du hast 2 Sachen, fand ich mega, mega geil. Das eine war, ich glaube, das schafft auch wirklich für den einen oder anderen, der hier gerade im Raum ist, auch ein bisschen Leichtigkeit, eben zu sagen, hey, ich habe irgendwann erkannt, nicht die Nummer 1, aber hey, unter den 100 Besten zu sein, ist auch eine ganz geile Nummer, ja? Pam, ich glaube, das ist schon mal so für den anderen, der hier gerade schaut, weil vielleicht teilst du die Erfahrung, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann habe ich extreme Polaritäten, also entweder richtig kacke oder richtig geil, ja? Es gibt nie irgendwas dazwischen. Und die Menschen versuchen natürlich gleich sofort Pam zu machen, ne? Das war so, glaube ich, das Erste, was ich richtig geil fand. Das Zweite, was ich richtig geil fand, hast du gerade am Ende gesagt. Also vor allem die 2 Flaschen Wein waren auch ganz cool. weil bei mir war das auch so ein Thema, eben wirklich mal Gespräche zu führen, die mit dem Business null zu tun haben. Ja, also wirklich den Menschen im Vordergrund zu haben und sich menschlich auch erstmal kennenlernen, einen Freund schaffen. Ja, wenn ich mir heute mein Umfeld gucke, ich glaube, ich habe mit den Menschen, wo ich richtig, richtig Spaß habe. Das sage ich, das ist keine Partnerschaft. Das sind geile Kumpels und ich weiß, der kann sich drauf verlassen, wenn irgendwann das. Ja, ich nehme sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, für mich sind das die Menschen, wo ich ganz genau weiß, wenn es mir scheiße gehen sollte, kann ich dir meine Kleinen in die Hand drücken und sagen, hey, pass bitte mal 2, 3 Tage auf sie auf. Und ich weiß, die tun das. Ja, also ich gebe denen mein Baby in die Hand und ich weiß, das Ding ist gemacht. Du hast eine ganz, ganz wertvolle Sache gesagt und hast gesagt, hey, ich habe für mich dann irgendwann erkannt, ich bin halt kein, also ich bin kein, ich nenne es jetzt mal mein Wort, ich bin jetzt kein Profimusiker. Ich bin jetzt nicht einer, der da oben von meinen Skills, von meinen Fähigkeiten da oben mitspielen kann. Ja? Ich bin kein Star, das war mir klar. Ja, also ich kann, ne, so. Und das ist geil, weil genau diese Erkenntnis war bei mir damals ja auch. Ich weiß, ich kann Gitarre spielen. Ich weiß, ich kann geile Songs schreiben. Ja, ich weiß, dass ich auch eine Stimme habe, die in Erinnerung bleibt. Aber ich wusste, ja, never ever habe ich die
Fähigkeit, ja, oder beziehungsweise ich investiere nicht die Zeit rein, diese Fähigkeiten so zu trainieren, dass ich da irgendwann mitspielen darf und kann. Und deswegen habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, hey, wenn es doch da, also wenn es in diesem Becken, in dieser Branche, in diesem Bereich, ja, ich da vielleicht die Skills nicht mitbringe, aber die Skills, die ich mitbringe, vielleicht funktionieren die hier, da wo es noch gar nicht gibt. Ja, und das war dann auch unter anderem die Geburt vom Liedermacher, ja, weil ich einfach diese Metapher, dieses ganze Thema rübergebracht habe. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das ganze Thema so erfolgreich geworden ist. Ja, und ich glaube, das war... Ja, weil, wenn ich da einmal kurz einhaken darf, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe ja auch eben gesagt, ich bin kein Star in dieser Musikszene, ja. Und ich glaube, man spricht ja immer von, ich habe keine Star-Qualität. Ja? Ja, aber das Problem ist, in dem Bereich habe ich die nicht. Ja, und guck mal, wie schön du das gemacht hast. Übrigens, bevor ich überhaupt wusste, dass du existierst und bevor du wusstest, dass ich existiere, saß ich damals beim Stefan, den wir uns ja als gemeinsamen Freund teilen, Friedrich, oben in der Kammer und habe in seinem Podcast auch Musik gemacht. Und dann haben wir uns unterhalten danach und ich habe gesagt, hey, wollen wir nicht ein Konzept ausarbeiten, wo ich Vorträge mit Musik verbinde? Und ich glaube, 2 oder 3 Monate später haben wir uns kennengelernt bei Sama. Sama, ja. Und da hast du gesungen und einen Vortrag gehalten. Und übrigens, das habe ich dir nie gesagt, aber in der Sekunde, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, hey, cool, das wird schon gemacht. Wunderbar. Das ist nichts, was ich tun muss, weil das wird der Welt schon zur Verfügung gestellt. Da ist schon jemand, der den Auftrag irgendwie nicht nur bekommen hat, sondern gerade in dieser Sekunde ausführt. Kann ich mich da auch hinstellen, ich kann auch Gitarre spielen und singen, ich kann auch Vorträge halten, ja, nicht auf deinem Niveau, darum geht's auch gar nicht, aber was, das war für mich so ein, ich habe es mal wieder rausgestellt ins Universum, ja, also als Frage und auch mit einem Stefan mich darüber unterhalten, der dann die Bühne anbieten könnte dazu und da auch natürlich total Bock hatte, also als ich damals mit ihm Gitarre gespielt habe, da konnte er gerade G-Dur, ja, und daraus entstanden ist dann irgendwie 2 Monate später habe ich dich dann gesehen, wie du das ausführst, was bei mir irgendwie nur ein Hirngespinst war. Und dann war das für mich wirklich, das war ein Moment, wo ich dann in Peace war. Ich habe gesagt, alles klar, das wird gemacht, das wird gut gemacht, brauche ich mich nicht drum kümmern. Und wäre das damals nicht passiert auch, ja, musst du dir mal vorstellen, zu der Zeit war ich mir selber ja auch noch gar nicht bewusst, das ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her. Ja, also das war am Anfang, als Marcel und ich zusammen angefangen haben zu arbeiten. Da war ich mir noch gar nicht bewusst, in welche Richtung es geht. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, na, weißt du was, komm, das mit den Vorträgen, das können andere besser. Das mache ich ab und zu mal, wenn mich jemand anfragt, das mache ich gerne. Ich glaube, deshalb ist das bei mir auch gut, weil ich mir halt nichts draus mache in dem Sinne, weil sonst wird es ja immer erstmal was schlechter, wenn man sich wirklich darum kümmert. Und dann bin ich halt in diese Richtung Consulting und Beratung dann weitergegangen. Das war auch einer der Gründe dafür, habe ich dir nie gesagt. Dankeschön. Also Dankeschön fürs Feedback, Dankeschön. Schau mal, ich stelle mir die Frage gerade, wenn gerade die Jungs und Mädels, die gerade zuschauen, ja, die vielleicht gerade so den Weg in die Erwachsenenbildung gehen, ja, die gerade sagen, hey, ich will damit ein Business machen und von Online-Marketing, Social-Media-Marketing, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ich bin vielleicht ein Experte, ja, oder nenne mich jetzt mal Experte, habe die Kompetenzen in dem Bereich, aber irgendwie fehlt es mir gerade. Lass uns da offen und transparent sein. Irgendwie verdiene ich gerade 0 Kohle mit, wo 80% der Jungs und Mädels in der Erwachsenenbildung gerade extrem am strugglen sind mit diesem Thema. Was würdest du diesen Menschen empfehlen? Was wird mal angenommen, du wärst in diesem Bereich und du würdest jetzt sagen, hey, schau mal, meine Empfehlung wäre, starte doch erstmal so. Mach doch erstmal das. Das wären so die ersten 3 Schritte. Was würdest du den Jungs und Mädels machen? Weil ich meine, du arbeitest ja mit unter anderem Größen zusammen, ja, also du bringst ja ein riesen Know-how mit, das heißt, was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, gerade im Bereich Erwachsenenbildung? Also als erstes gibt es immer 3 Fragen, die ich stellen würde, das ist erstmal, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin, was bin ich bereit zu investieren, das sind auch Fragen, die wir beispielsweise im Verkaufsgespräch stellen, aber nicht nur um zu verkaufen, sondern um der Person auch eine gewisse Klarheit zu geben, also wo stehe ich jetzt, bedeutet, ich mache beispielsweise 2.500 Euro Umsatz im Monat, wo möchte ich hin? Ich möchte beispielsweise jetzt an finanziellen Zielen 10.000 Euro im Monat verdienen, einmal eine Woche im Monat verreisen
und irgendwie 2 Mitarbeiter beschäftigen. Und was bin ich bereit dafür zu investieren? Das ist dann in den seltensten Fällen Geld eigentlich auch, weil das fehlt ja. Das heißt, wir müssen also Zeit und Liebe investieren oder irgendetwas, irgendein Energieaustausch da reingeben. Das muss man sich erstmal bewusst machen, dass es nicht funktioniert, indem man nichts tut. Ja, die meisten Menschen sind ja nicht unerfolgreich, weil das Leben unfair ist. Und die meisten Menschen sind unerfolgreich, weil sie A, keine Geduld haben und B, es nicht durchziehen. Ja, es ist auch beides das Gleiche. Also ich kann dir das mal am Beispiel nennen, dann gebe ich gerne ein paar konkrete Tipps. Aber Facebook-Werbung, ein Riesenthema. Ich kann dir jetzt den Grund nennen, warum Facebook-Werbung nicht funktioniert für die meisten Menschen. Weil sie nach 5 Tagen ausmachen. Die gleiche Anzeige, 3 Monate laufen lassen und diese Anzeige wird dir Leads und Käuferleads geben. Das Problem ist nur, die laufen zu lassen, kostet Geld, macht Angst und es ist ein Bereich, wo man dann lieber mal sagt, nee, dann mache ich das wieder weg und greife wieder zum Telefon. Der einzige Grund, warum diese Leute, die da draußen, ob es im Coaching- und Consulting-Markt ist, ob das im Speaker-Markt ist, egal in welchem Markt, warum die erfolgreich sind, ist, weil die durchhalten. Es gibt keinen roten Faden im Marketing. Es gibt nur Durchhalten. Das ist alles. Aber wenn ich jetzt starten würde, dann würde ich als erstes schauen, also wenn man schon Kunden, nehmen wir mal 2 Fälle. A, ich habe noch gar keine Kunden. B, ich habe schon Kunden. Ja, es gibt ja nichts anderes, glaube ich, wenn man irgendwie selbstständig ist. So. Wenn ich schon Kunden habe, dann gehe ich an diese Kunden dran und mache ihnen ein Angebot. Frage sie, was wünschst du dir eigentlich? Und mache ihnen genau das Angebot. Also die besten Kunden sind die Kunden. Das ist auch statistisch bewiesen bei über, ich will gar nicht wissen, wie viele Leads, Kunden und Co. ich jetzt mittlerweile schon durch habe oder wir durch haben. Die besten Kunden sind die Kunden. Ich glaube, wir machen 85% Umsatz mit den gleichen 90% Kunden. Ja, und das sind dann... Wie bitte? Bestandskunden. Also sprich, ja, genau. Schon mal, okay. Die immer wieder kaufen, immer wieder kaufen. So, und das werdet ihr auch machen. Und auch wenn ihr 10 Kunden habt, dann, wenn ihr heute anfangt, euch darum zu kümmern, habt ihr übermorgen 2 neue Produkte, Dienstleistungen etc. pp. An diese 10 Kunden verkauft, die denen was bringen. Ja? So, das ist das Erste. Nicht immer Neukunden, Neukunden, Neukunden. Wenn man schon Kunden hat, geht erstmal an die Kunden dran. Ja, das gilt auch für dich. Du könntest auch an deine Kunden rangehen und morgen große Umsätze machen, wenn du da Lust drauf hättest. Ich weiß, du verfolgst andere Strategien trotzdem. So, das gilt für jeden, auch für uns. Ja, ist nicht so, dass wir das nicht machen, wir machen das ständig. Wir gehen auch ständig an unsere Kunden dran. So, ist die erste Sache. So, habe ich jetzt noch gar keine Kunden, dann glaube ich, ist es immer ganz wichtig, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, und das ist etwas sehr Hartes, aber ich möchte es trotzdem sagen, da draußen, gerade im Bereich Coaching, Speaking, Training, gibt es eine Sache, die man sich klar machen muss. Es bringt nichts, wenn du Fragen beantwortest, die kein Schwein sich stellt. Das ist das, was die meisten Menschen da draußen machen. Sie gehen als Trainer, Experte, Coach nach draußen, beantworten Fragen, die sich kein Schwein stellt. Und fragen sich, warum kein Schwein kauft. Ja. Also stell dir erstmal die Frage, im wahrsten Sinne des Wortes, stellt jemand anderes sich diese gerade? Ist das überhaupt ein Problem? Also wenn du Einkaufsberater wirst für 16-Jährige, ja, für 16-Jährige gehen meistens die Eltern einkaufen. Bist du aber Einkaufsberater für Senioren beispielsweise und gehst an Seniorenheime dran und hilfst denen einzukaufen, hast du plötzlich ein Business. Weil die Frage stellt sich jemand. Und zwar, wie kriege ich denn meinen Einkauf nach Hause? Ich habe Zivildienst gemacht. Ich weiß, dass diese Frage sich gestellt wird. Also aber das heißt... Jetzt hast du was ganz, ganz Wichtiges, Ben. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich glaube, das ist auch das, was Marcel kurz in der Einleitung, wo du gesprochen hast. Ne? Die meisten, wie hast du es gesagt, die meisten lösen, die meisten beschäftigen sich mit der größten Behinderung oder so ähnlich. Hast du das gesagt. Die Menschen studieren immer das Fach ihrer größten Behinderung. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, sehr, ist essentiell. Also nicht nur theoretisches Wissen zu haben, sondern auch praktisches Wissen zu haben. Ja, und ich habe die Erfahrung gesammelt, korrigiere mich, aber ich habe natürlich die Produkte, die wir heute haben, natürlich daran ausgemalt und ausgearbeitet, indem ich irgendwann gesagt habe, okay, was waren denn meine Fragen am Anfang? Klar. Wie bin ich den Weg gegangen? Ja, wo waren meine Herausforderungen? Und aufgrund dessen habe ich dann irgendwann angefangen, mich natürlich mit diesen ganzen Themen dann zu beschäftigen. Ja, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du gerade sagst. Ja, du hast das für dich selbst gelöst, das Problem. Und das ist auch der Ratschlag. Die Frage ist halt, die meisten Menschen, die in der Beratung sind, die lösen ja für sich selber das Thema. Aber das reicht auch nicht.
muss ich sagen. Es reicht nicht nur, wenn du für dich selbst das Problem löst, aber kein anderer das Problem hat. Verstehst du, was ich meine? Also es ist schön, wenn es mit dir anfängt, ja, aber wenn, keine Ahnung, Mac-Computer keinen anderen interessiert hätten, dann wäre Steve Jobs, wie du ihn eben erwähnt hast, halt nicht Steve Jobs geworden. So, weil es die Leute, muss es interessieren, es muss irgendetwas treffen. So, wenn ich jetzt aber weiß, dass es etwas trifft, dann fange ich an, meine Dienstleistung, mein Coaching umsonst rauszugeben. Ja, fange an, in irgendeiner Form Leads zu generieren, auf Events zu fahren, zu fragen, kann ich das mal für dich umsonst machen? Kann ich dir mal helfen? Kann ich mal Ergebnisse für dich erreichen? Dann musst du halt durch. Also ich sage immer, durch die Jauchegrube des Unternehmertums muss jeder durchkrabbeln, um irgendwann am Strand zu liegen. Ja, das ist nun mal einfach so. So, wenn ich aber jetzt die ersten Ergebnisse habe, dann werde ich auch Testimonials erzeugen. Und es gibt ja heutzutage Social Media. Und wenn ich kein Geld für Werbung habe, na meine Güte, dann mache ich keine Werbung. Dann poste ich halt wie ein Bekloppter. Ja, so, wir machen gar kein Content-Marketing, weil wir A, genug Geld für Werbung haben, ja, und B, weil wir keinen Bock haben, weil das viel zu aufwendig ist und viel zu anstrengend. So, und deswegen machen wir es nicht. So, aber also wir schalten nur Werbung, wir machen keinen Content. Wenn du aber kein Geld für Werbung hast, dann meine Güte, mach Content. Baller es raus. Und wenn es nur 10 Leute gucken, das reicht doch, wenn einer davon kauft. Brauchst nicht 100.000 Klicks auf deinen Videos. Muss auch keine Angst haben, dass du dich davor schämst, wenn dein Beitrag mal nicht einen Like hat. Das ist wurscht. Das interessiert nur dich. Ja? Niemanden sonst. Und aber vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit ist mit Sicherheit höher, dass du mehr Leute erreichst. So. Das heißt, mach was, tu was, poste es, auch wenn es weh tut zu sehen, dass dein Podcast nicht einmal gehört wurde oder dein YouTube-Video nur 2-mal geklickt wurde. Egal. Ja, PewDiePie, der 110 Millionen Abonnenten hat auf YouTube, hatte auch irgendwann mal keinen Abonnenten. Das ist kein Hexenwerk. Irgendwann klappt's. Und das ist wieder verknüpft mit dem ersten, was ich gesagt habe, wenn du die Geduld mitbringst und Ausdauer mitbringst. Es gibt den schönen Begriff flexible Beharrlichkeit, der kommt auch von Marcel. Ja, das ist ein Paradoxon, aber du musst halt beharrlich sein und trotzdem dabei flexibel. Dann änder mal den Kanal, wenn du merkst, es hat keine Auswirkung. Ja, aber wer kein Geld für Werbung hat, sollte halt wenigstens seine Beine einsetzen und unterwegs sein. Und ich kann nur eine Sache empfehlen. Solltest du Geld haben, und kleiner Side-Fact, wir leben in Deutschland. Und Deutschland ist, egal wie es dir persönlich gerade geht, ich weiß, das funktioniert nicht immer für jeden Einzelnen da draußen, aber wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und im Schnitt hat der Deutsche 15.000 Euro auf der Bank. Und klar sind da viele Milliardäre und Millionäre, die den Schnitt nach oben ziehen, aber die sind bei dieser Statistik ausradiert. Und wenn du Geld für dein Business ausgeben willst, dann tu es doch einfach verdammt nochmal. Wenn du früher ein Ladenlokal anmieten musst, dann musst du das für 2 Jahre pachten, dann musst du erstmal 80.000 hinterlegen, dann musst du 2 Autos kaufen, dann musst du erstmal 20.000 hinterlegen und 5 Leute einstellen. Ja, da warst du 250.000 Euro los im Geschäft. Dann musst du zur Bank stiefeln und dir einen Kredit holen. Das verlangt ja heutzutage nicht mal jemand von dir. Aber nimm dir doch wenigstens mal 10.000 Euro in die Hand. Und wenn du es danach nicht schaffst, werden 10.000 Euro auch dein Leben nicht negativ verändern. Weil das war wenigstens ein Invest in dich selbst. Und 10.000 Euro Schulden dir selber, deinen Freunden, der Bank gegenüber, die kriegt man in Deutschland mit einem vernünftigen Job auch innerhalb von 1-2 Jahren abbezahlt. Das musst du nicht auf deine Kinder übertragen. Und ich finde es so schade, dass keiner mal darüber spricht. Ich möchte beispielsweise bei uns im Coaching niemanden haben, der sich verschuldet dafür. Ja, das ist nicht mein Ding. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will die Verantwortung nicht tragen. Aber nochmal, eigentlich ist es Quatsch, weil wir leben im Land auch, wo die Selbstverantwortung immer noch Grundregel Nummer 1 ist. Und zweitens ist die Chance, die dahinter steht, ja viel größer als verdammte 10.000 Euro jetzt. Ja, und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man mal sagt, ich weiß, das ist viel Geld. Für mich sind 10.000 Euro auch viel Geld. Es ist nicht so, als ob ich so schnippe und die sind da. Ja, unabhängig davon. Also ich will gar nicht sagen, wie viel wir für Coaching und Co. ausgeben. Da würden dem einen oder anderen die Ohren schlackern. Und das liegt auch gar nicht daran, dass ich das Geld habe und deswegen es ausgebe, sondern ich gebe es aus, um es zu haben. Ja. Ich glaube, eine Sache ist auch ganz wichtig, was du zwischen den Zeilen so mitpräsentiert, ist wirklich dieses,
nicht in den Risiken zu denken, sondern in den Chancen, die das Ganze mitbringt. Ne? Also klar, ich sehe natürlich die 10.000 Euro. Und wenn ich sie vielleicht gerade nicht habe und mit der Überlegung komme zu sagen, okay, ich gucke, dass ich irgendwie, ich meine, jetzt mal unabhängig davon, ob ich einen Kredit nehme, ob ich es mir von irgendwem leihe und so weiter. Ich meine, wir haben ja so viele geile Fördertöpfe hier in Deutschland. Na klar. Die ich genau, gerade im Bereich Digitalisierung, gerade im Bereich Social Media, ja. Also so viele, das ist aber das, was du sagst. Umsetzen, sich mal hinhocken und wenn man es wirklich will, ne, die Informationen mal reinholen, die mal fragen. Aber das Verständnis. Ja, das Verständnis. Das Verstehen, was da für Möglichkeiten sind und ja, die dann entsprechend auch umsetzen. Ja, ich, weil das gerade ein geiles Beispiel. Ich war jetzt vor 2 Wochen, war ich mit einem Bewerber, die unbedingt ins Mentoring gehen möchte, aber gerade die Kohle, also nicht die Kohle hat, um es zu investieren für das größere Paket. So, ja. Ich habe aber gespürt, dass sie unbedingt loslegen will. Dann haben wir gesagt, weißt du was? Hör mal zu, wir machen Folgendes. Wir gehen beide gemeinsam, bei uns hier in Hessen gibt es so einen Fördertopf, gerade für diese ganzen Themen Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Klar. Sind dahin, haben mit dem Typen gemeinsam gesprochen und was ist passiert? Wir haben den Antrag eingereicht, das ganze Ding gemacht. Die Hälfte vom gesamten Mentorship-Beitrag übernimmt der Fördertopf. Mega. Also es gibt Möglichkeiten, aber dann unterstreiche ich genau das, was du sagst, ja, auch in die Umsetzung zu gehen, ja, und die Chancen zu sehen, die das ganze Ding mitbringt. Jetzt nur mal angenommen, in einem halben Jahr hat sie das Ding 4-5 Mal wieder drin. Ja, klar. Und deswegen leben wir in so einem großartigen Land. Ja, aber nochmal, du sagst aber auch etwas sehr Wichtiges. Die Umsetzung war ja nicht das Problem. Ja, als du mit ihr da hingefahren bist, ne, und setzt man sich zusammen und redet. Aber wir leben natürlich trotzdem auch im Ingenieursland nochmal. Und es ist wahnsinnig kompliziert zu verstehen, komme ich dafür jetzt in Frage, komme ich dafür nicht in Frage? Welche Auflagen muss ich mitbringen? Muss ich einen Businessplan mitbringen, der 70 Seiten lang ist? Ja, das macht den Leuten ja Angst. Da gibt es zum Beispiel, übrigens, kleiner Tipp für jeden, der zuhört, auch eine coole Nische, Menschen zu helfen, an Fördergelder zu kommen. Ja. Wenn ihr das einfach macht und ein kleines Training für 250 Euro anbietet, glaubt mir, ihr verkauft das Ding 1000 Mal. Ja, null Problem. Also nochmal, überall warten die Chancen. Ja, weil deswegen, ich will ja auch eigentlich darauf die ganze Zeit zurückkommen, von der Information zur Umsetzung. Ja, ich liebe dieses Modell einfach. Warum? Weil auch du wirst gar nicht für die Information bezahlt. Du wirst auch nicht für das Verständnis bezahlt. Du wirst auch nicht für die Umsetzung bezahlt. Du wirst nur fürs Verständnis bezahlt, weil du den Leuten verständlich machst, wie sie ihre Rede halten, wie sie ihre Speech aufbauen, weil du den Leuten das Verständnis gibst. Und das Gleiche ist bei mir auch. Ich werde natürlich manchmal auch für die Umsetzung bezahlt, aber ich kann euch sagen, wenn man größere Projekte angeht, ja, Marketingberatung auch mit Umsetzung, dann zahlen die Leute das Dreifache dafür, wenn ich den Leuten das Verständnis auch geben soll. Wenn die Leute auch verstehen, was da passiert, das ist das Teure. Im Leben wird Verständnis bezahlt. Nicht die Information, nicht die Umsetzung, sondern das Verständnis. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da immer wieder reingeht. Ich glaube, es ist einer der wenigsten Interviews, wo ich wirklich bewusst immer, also nicht, weil das Interview langweilig ist, also lange, sondern immer wieder auf die Uhr zu gucken, so, boah, gerade, ey, Alter, wir haben fast eine Stunde gerade durch und für mich hat es sich angefühlt, wie das, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, fuck, Alter, du hast die Frage noch nicht gestellt, ja. Ja, dann lass uns doch eine Schnellfragerunde machen. Aber ich glaube, allein in dem, was du gerade in diesen 50 Minuten gesagt hast, ja, war so fucking wertvoll. Also wirklich für alle diejenigen, cool, gerade zuschauen, und die sich gerade auf dem Weg befinden oder für die auch, die gerade dabei sind und vielleicht irgendwo gerade stagnieren, weil es gerade irgendwie nicht weitergeht. Das waren so mega wertvolle Nuggets und Learnings, unter anderem auch für mich. Ich habe da mega viel mitgenommen gerade. Also Dankeschön. Also war eine richtig geile Folge. Ja. Wenn die Jungs und Mädels jetzt gerade hier zuschauen, ich weiß, dass du da eher in einer anderen Beratungsebene bist. Mal angenommen, die Jungs und Mädels hier gerade zuschauen und sagen, hey, ich fand das jetzt richtig, richtig cool, was ich da von dem gerade gehört habe und mitbekommen habe. Wie können die Jungs und Mädels zu dir Kontakt aufbauen? Wo sieht man dich? Wie erreicht man dich? Genau. Also erstmal, ja, klar ist das alles nicht günstig, wenn man mit uns zusammenarbeitet, aber
natürlich versuchen wir ja auch damit schnell und gute Ergebnisse zu erreichen. Klappt auch nicht immer. Ne? Marketing ist auch immer Pokerspiel. Nicht 100% kriegst du auch nicht bei uns. Aber der Unterschied ist, die meisten spielen im Marketing Roulette. Wir spielen wenigstens Poker. Ja? So. Okay, gut. Und wenn man mich kontaktieren möchte, ist das auch alles gar kein Problem. Also es gibt, die einfachsten Wege sind, denke ich, einmal bei Instagram. Das ist mein persönlicher Account. Da sind noch nicht viele Follower drauf. Aber da antworte ich auch ganz bestimmt persönlich, nicht meiner Assistentin oder mein Assistent. Das ist The Real Band zusammengeschrieben. Das englische, der echte Band, The Real Band. Bei Facebook kann man mich auch erreichen. Man kann sich auch mal ein Webinar ansehen beispielsweise oder sich mal einfach zum Call eintragen. band-consulting.de ist meine Webseite. Unsere andere Webseite ist marcelschlee.de. Da kann man sich auch unseren ganz neuen Videotrailer angucken. Der ist echt mega geworden. Sind wir sehr stolz drauf. Und ja, im besten Fall persönlich kontaktieren. Ich freue mich über liebe Worte. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir auch schreiben. Ich helfe auch immer mal wieder. Und das ist auch etwas, was mit der Zeit halt dazukommt. Ich helfe auch ganz vielen Menschen pro bono. Also nicht jede Person, mit der ich telefoniere oder die ich berate, kriegt von mir eine Rechnung. Ich helfe ganz vielen Menschen auch pro bono. Das ist schön und das mache ich auch weiterhin. Also meldet euch an. Geiler Typ. Dankeschön. Ja, meine, vielen Dank. Eine sehr, sehr persönliche Frage, gerade von Musiker zu Musiker. Was waren so deine Bands, deine Musiker, Sänger, I don't know, die dich in der Kindheit geprägt haben, wo du sagst, vielleicht ist das auch unter anderem ein Grund gewesen, warum du Musik gemacht hast, wenn du Musik gegangen bist. Also für mich ist die größte Band aller Zeiten Bon Iver. Bon Iver. Mit dem Frontsänger Justin Vernon heißt der. Wir kennen nicht so viele Menschen, haben trotzdem ein paar Grammys gewonnen und so. Das ist eine so unfassbare Musik. Wenn man da einsteigt, dann hat man keine Lust mehr auf irgendwas anderes. Boniver, auseinandergeschrieben, wie der schöne Herbst, aber ohne das H, was eigentlich dazu gehört. Völlig krank, also völlig crazy Mucke. Wenn man aber da mal durchsteigt und das musikalische Verständnis mitbringt, was du mitbringst, dann wirst du verstehen, wie unglaublich das ist, was die da machen. Das ist für mich die größte Band. Ich bin auch ein riesen Coldplay-Fan. Ja, ich war auch schon in der Felddienst-Arena Coldplay sehen. Das war schon sehr beeindruckend. Ansonsten John Mayer als Gitarrist, der eigentlich nur für Your Body's a Wonderland bekannt ist in Deutschland, aber ein, glaube ich, der beste Gitarrist unserer Zeit. Das hat mich sehr geprägt. Aber ich habe alles durch die Bank weg. Ich habe von 50 Cent, Eminem, also das Erste, was ich je musikalisch selber gemacht habe, war Eminem Rabbit Run mit zu rappen. Und das ist ein Song, der 3 Minuten 14 ohne Refrain geht. Damit bin ich zum Singen gekommen. Also von Hip-Hop über Heavy Metal. Ich habe auch Slipknot zwischendrin gehört. Pantera, Korn. Und bin am Ende jetzt aber tatsächlich so bei Musik gelandet, die einen sehr tiefen Sinn hat, den ich manchmal selber gar nicht verstehe. So, ich glaube, Bon Iver ist eigentlich, also wenn man eine Band hören möchte, die beschreibt, wie toll ich Musik finde, dann hört man einfach alle Alben von Bon Iver und dann ist man eigentlich durch. Und für diejenigen, die mal Band hören wollen, schaut euch mal den Instagram-Kanal an. Da ist mal das eine andere Musikvideo dabei, wer gerade mit der Gitarre die eine andere Seite zupft und mega. Schön, ich habe wirklich die Videos immer hoch und runter und dann höre ich mir das mal an, was du da spielst und geiler Typ, geiler Typ. Cool. Wenn du Speakers are Leaders hörst, was verbindest du damit? Naja, das im Grunde genommen, das klassische Bild, wenn man einen DAX-Vorstand sieht, dann sieht man ihn meistens, während er eine Rede hält und nicht während er am Schreibtisch sitzt und arbeitet. Und das bedeutet, in der Sprache, die ich ja auch sehr liebe, steckt auch eigentlich die Führungsqualität. Und wir Menschen haben nur Sprache, um unseren Charakter anderen Menschen nahezubringen. Und das bedeutet, so wie du sprichst, so bist du. Und deswegen verbinde ich damit sehr viel, also sehr viel Intensität im Business, aber auch im persönlichen Leben. Mega. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich könnte jetzt mit dir noch weitere Stunden sprechen, aber wir wissen ja, wie es ist, ne? Wir müssen halt eine gewisse Leistung, eine gewisse Zeit haben, ansonsten klicken die Leute wieder weg. Und deswegen, mega. Und am Ende jedes Podcasts, am Ende jedes YouTube-Videos und auch an diejenigen, die sich jetzt gerade den Podcast anhören, tut euch selber den Gefallen und schaut euch nochmal das Video auf YouTube an.
also alleine der Typ labert und redet und da drauf losgeht, der haut dir Dinge aus dem Schreibtisch, der zermöbelt dir den Schreibtisch. Also schaut euch wirklich den Typen nochmal genau an und vor allem besucht mal seinen Instagram-Kanal. Ich kann es echt nur nochmal empfehlen. Ich möchte dir gerne das letzte Wort geben. Keine Ahnung, ein Zitat, eine Aufforderung, ein Appell an die Jungs und Mädels, die gerade zuschauen. Ich habe nur eine Bitte. Das Ganze nicht gesprochen, sondern gesungen. Schieß los. Alles gut. Ich habe nur das Gesicht gerade so. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, wenn du spielst und die Verzögerung in meinem... Soll ich nicht lieber meine eigene Gitarre holen? Und hast du dabei? Spielen? Hast du dabei? Ich bin dabei. Ich habe meine Gitarre immer hier. Alter, aufhol! Das ist geil, wenn du live Interviews machst. Also, so. Band live in Farbe im Fernsehen. Bitteschön. Wenn ihr Lorenzos Podcast hört, dann schaltet niemals ab. Vielleicht hört ihr ihn jede Nacht. Wenn ihr Lorenzos Podcast hört, dann seid ihr vielleicht Lieder. Werdet groß, werdet stark, habt ganz viel Spaß, macht Online-Marketing und werdet sichtbar. Wenn ihr Lorenzos Podcast hört, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wie geil ist das denn? Oh, mega. Dankeschön. Gerne. Horror-Song, aber die Botschaft war aus dem Herzen. Dankeschön. Hey, mega. Dankeschön, dass du den ach, guck mal, und bestätigst mir wieder, ja, wie wichtig es ist, einfach Spaß zu haben bei dem, was man macht und auch mal, ja. Ich sag mal, auch mal den Spaß mitzumachen, ja, und auch mal über sich selbst lachen zu können, ja, und den Blödsinn einfach mal mitzumachen. Ja. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön. Ich glaube, das war Premiere, der Erste, der im Podcast selber Musik gemacht hat und dabei gesungen hat und eine geile Botschaft vermittelt hat. Ben, ich danke dir für diesen geilen Podcast, für diese ganz, ganz vielen wertvollen Nuggets, vor allem aber auch, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Gerne. Und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt und Wege, die sich kreuzen werden. Ja, mal schauen, was da die Zukunft noch alles bringen wird. Und für euch da draußen, wenn ihr die Folge mega geil gefunden habt, den Typen einfach nur geil gefunden habt, dann wäre ich euch sehr, 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 sehr dankbar, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr kommentiert, den Podcast abonniert auf YouTube, damit viel, viel, viel mehr Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden, Band kennenlernen und natürlich alle anderen geilen Menschen, die in diesem Podcast drin sind, damit wir da draußen ein bisschen mal was verändern. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir neue Vorbilder, neue Lieder da draußen brauchen, die mit Herz nach draußen gehen, ja. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und in diesem Sinne, ich danke dir nochmal, dass du dabei warst. Freunde, macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. Ciao, ciao. Ragazzi!